Flüchtlingsströme sich auch hier an der Basis bei uns auswirken. Ebenfalls ein prozentualer Schlüssel angebracht wird, und das ist für den Salzlandkreis 9,8%. Im ganzen Jahr nur eine Zuweisung von insgesamt 48 Flüchtlingen. Und wir sind im November bei 566 angekommen und im Dezember 640. Das Leistungsgesetz monatlich ausgezahlt werden, zu finanzieren. Zu den investiven Kosten gibt es ab nächsten Jahr vom Land ebenfalls Zuschüsse für die Landkreise. Ja, vom Land, aber das kommt für das Land. Das Land hat den Tutor, das Geld ohne die Straße. Wo kommt es denn her? Von den Steuern kommt es. Natürlich sind das Steuergeld. Ja, das Rentner, wenn irgendwann kommen Steuern, werden die Steuern erhöht. Das ist ja wahrscheinlich die Rente. Zu den Einwohnern, zu den Männern, die da reinkommen. Das sind alles junge Männer, keine Familie. Ja. Ja, darauf ich noch jemanden angehen. Wo wird es überbrückt? Die Gemeinschaftsunterkunft in der Bezeichnung wird. Können maximal erstmal 200 Personen. Erstmals. Um eine weitere Steigerung bis maximal 392 Personen zu erreichen. Was tut die Polizei denn dagegen? In Werbung um den ganzen Landkreis zur Rundübertreffung versetzt. Und im Einzelfall, wenn es, wie es auch durch die Medien gegangen ist, wenn ein Einbruch gewesen ist und keine Täter mehr vor Ort und beispielsweise ein Geschäftsmann stellt am nächsten Morgen fest, dass bei ihm angebrochen worden ist. Montags morgens hat man manchmal einfach mehr Eindrücke zu bearbeiten. Das ist einmal Flip e.V. Bernburg, die betreiben schon die Gemeinschaftsunterkünfte, damit man sich darunter was vorstellen kann, die Gemeinschaftsunterkünfte in Teichweg und in der Königlichen Straße. Dann der ASD Aschersleben. Und Pegasus e.V. Sachsen-Anhalt aus Straßburg. Gibt es einen Transport extra für die Leute nach Bernburg? Nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel? Bewegen sich die denn hier in dem Kreis? Ja. Was geschieht mit Asylanten, die sich strafbar, egal ob es dann nachher ein Syrer, ein Afghaner oder sonst was ist, welche Personalien wir uns auch immer genannt haben, aber wir können diese Personen wieder identifizieren, wir finden sie wieder. Also es ist nicht so, dass der wegen mangelnder Identität, wenn wir ihn einmal entlassen haben, für uns für eine Zeit verschwunden ist und er nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann. Die Mittel für andere und soziale Zwecke werden gehört, Rückenwind, alles was darüber in den Schnellen und kommen auf einmal die vielen Milliarden her, mit der wir jetzt rumschmeißen können und haben für unsere Leute kein Geld. Das Proporta hat, obwohl normal Einschriftswagen für Klärwagen bestehen, eine separate. Ich hoffe nicht, dass die überläuft in den Wirtern. Wenn da jetzt jeden Tag wäre man uns kaputt und eine Toilette geht. Wie können wir unsere Frauen immer wieder unterstützen? Dass sowas, wie ich sage mal, passiert ist, bei uns nicht passiert. Wird das Hotel eingezäunt? Wie ist der Marktschutz? Dort verstärkt die Streifengeldigkeit gelaufen? Wenn es erforderlich ist, werden wir auch eine Bewachungsführung ausfragen. Wenn die was kaputt machen. Also, die brauchen die nicht auch mit sowas. Ich habe keinen Sprachbewegungsschutz. Das ist richtig. Also, wir haben die Ausnahme vom Land. Also, es gibt keine Versicherung. Also, wir als Land haben keine Haftpflichtversicherung. Das muss man so deutlich sagen. Man muss sich da selber versichern.